Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Werdende Eltern sind zu einer Informationsveranstaltung in die berufliche Schule am KMG-Klinikum Güstrow eingeladen. Zum Thema Geburtshilfe individuell und kompetent erhalten Sie Einblicke in den aktuellen geburtsmedizinischen Standard und bekommen Ihre Fragen beantwortet. Kreissaal, Mutter-Kind-Station und der Bereich der Intensivversorgung für Neugeborene können besichtigt werden. Schüler und der Klang der Bilder lautet das Thema der derzeitigen Ausstellung in der Wollhalle. In gut einer Woche endet sie, doch am Dienstag gibt es noch einmal die Möglichkeit einer Führung. Schüler des Kunstkurses der Jahrgangsstufe 11 am John-Brinkmann-Gymnasium haben die Ausstellung mit viel Engagement vorbereitet. Sie ist noch bis zum 22. Mai täglich von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen. Ein Lied für die Menschen, so lautet das Motto der Gruppe Regenbogen, die seit 15 Jahren Vocal Pop darbietet. Nun werden die 7 Sängerinnen am Freitag, dem 20. Mai, anlässlich ihres Jubiläums einiges ihres Repertoires darbieten. Unter Leitung von Gerald Uhlendorf singen sie sich in die Herzen ihrer Zuhörer. Karten erhalten sie an der Theaterkasse. Erleben Sie Güstrow. Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.